Jetzt geht es weiter mit unserer Fragerunde und es heißt ja Fragerunde aus einem guten Grund. Wir möchten natürlich, dass sich das Publikum so gut wie es geht beteiligt. Deswegen möchte ich meine Fragen ein bisschen zurückstellen. Ich werde natürlich zwei Fragen einleitend stellen, die uns alle mit reinholen. Aber ich möchte nochmal ganz konkret das Publikum bitten, an Tonja Lisou, die Host ist heute, bitte die Fragen an sie stellen im Chat. Und später, wenn wir dann auch noch weitere Personen, Special Guests hinzuholen, die auch Fragen sich vorher schon überlegt haben, werden wir das auch öffnen, sodass nicht nur die gepinnten Leute zu sehen sind, sondern alle Leute, die hier mit in dem Chat sind. Wir sind ja eine große Runde, wir sind 70 Leute oder knapp 70 Leute, dass wir uns alle sehen und alle die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Jetzt möchte ich meine vier Gästinnen willkommen heißen. Herzlichen Dank, dass Sie, ich sage jetzt erstmal Sie, wir können das noch ändern, aber dass Sie da sind. Und ich würde das jetzt erstmal so machen und Sie ganz knapp, Sie haben natürlich alle ganz krasse Laufbahnen, aber ich würde der Zeit, damit wir mehr Zeit zum Diskutieren haben, aus Zeitgründen, Sie ganz knapp vorstellen. Ich hoffe, das ist okay. Und ich mache das in alphabetischer Reihenfolge. Herzlich willkommen, Leni Breimeier. Leni Breimeier ist seit 1982 Mitglied der SPD. Sie ist Mitglied des Deutschen Bundestages und fokussiert sich auf oder ihre Hauptthemen sind Rentenpolitik, Gleichstellungspolitik und Sozialpolitik. Das Ganze jetzt ganz verknappt. Herzlich willkommen. Vielleicht können Sie ganz kurz winken, dann wissen wir gleich, was das ist. Vielen Dank. Als nächstes willkommen in der Runde Ricarda Lang, stellvertretende Bundesvorsitzende und frauenpolitische Sprecherin. Ricarda Lang ist die erste offen bisexuelle Abgeordnete und ihre Themen sind Feminismus, Body Positivity, Vielfalt und Strategien gegen Rechts. Ricarda, vielen Dank, dass du da bist. Als drittes würde ich gerne vorstellen, Elisabeth Motschmann. Elisabeth Motschmann ist ehemaliges Mitglied des Deutschen Bundestages. Sie ist CDU-Mitglied und war bis 2021 Teil des Deutschen Bundestages, seit 2013. Sie ist Vorsitzende der Frauenunion und ihre Themen sind unter vielen anderen auch Gleichstellung. Herzlich willkommen, Elisabeth Motschmann. Und nicht zuletzt Heidi Reichinek. Habe ich das richtig gesagt? Okay. Heidi Reichinek ist Mitglied des Deutschen Bundestages. Sie ist frauenpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke. Und sie ist seit 2021 im Deutschen Bundestag. Sie ist Mitbegründerin der Linksjugend in Osnabrück und dort aktiv und war bislang und ist wahrscheinlich jetzt immer noch dort aktiv im Sozial- und Gesundheitsausschuss und im Jugendhilfeausschuss. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie alle da sind. Genau, und ich möchte dazu sagen, leider hat keine oder keine von der FDP zugesagt, dabei zu sein. Ich habe eine zweistellige Liste eingeladen, aber die haben mir eine Absage erteilt mit dem Hinweis, man habe wegen der Koalitionsverhandlungen zu tun. Und das haben Leni Breimeyer und Ricarda Lang ja auch, aber dennoch sind sie auch hier. Und ich hätte gerne den Thomas Sattelberger hier gehabt, weil er ja damals sich für die Frauenquote einsetzte Telekom. ja, genau, vielen Dank. Aber er hat mir auch abgesagt, leider. Und damit würde ich zu der ersten offenen Frage kommen, die an alle gerichtet ist. Und ich würde das sehr begrüßen, wenn Sie die ganz kurz beantworten könnten. Und zwar, warum ist dieser Marathonlauf der Gleichberechtigung so lang? Ich als schwarze Frau kann nur sagen, dass ich immer wieder in Panels eingeladen bin und mir gesagt wird, dass meine Forderungen, das, was ich anspreche, dass ich geduldig sein muss. Und ich möchte da James Baldwin hier mal zitieren, der gesagt hat vor 30 Jahren,
in einer Documentary. Ich werde keine 60 Jahre mehr leben, sagte er. Du hast mir immer gesagt, dass es Zeit braucht. Es hat die Zeit meines Vaters gebraucht, die Zeit meiner Mutter, die Zeit meines Onkels, die Zeit meiner Brüder und Schwestern, die Zeit meiner Nichten und meines Neffen. Und wie viel Zeit wollen Sie noch für Ihren Fortschritt? Und das ist die Frage, die ich in die Runde gebe. Natürlich hat er das in einem anderen Zusammenhang gesagt, da ging es um Rassismus. Das ist für mich natürlich ein wichtiges Thema, aber in diesem Zusammenhang, in dem wir heute zusammen sind, in dieser Fragenstunde, möchte ich das einfach mal in die Runde geben. Woran liegt es, dass wir da immer noch nicht weiter sind? Dass wir immer noch an dem Punkt sind, an dem wir jetzt sind? Wer möchte, also im Hinblick auf Gleichberechtigung, wer möchte dazu zuerst was sagen? Ricarda Lang, gerne. Kann ich sehr gerne machen. Ich glaube, es lässt sich auf einen sehr einfachen Faktor runterbrechen, und zwar, dass es um Macht geht. Also es geht um die Verteilung von Macht, wenn wir über Gleichberechtigung und wenn wir über Gleichstellung sprechen. Und immer da, wo man angestammte Strukturen der Macht in Frage stellt, gibt es eben auch Widerstand. Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die Frau Breymeier und ich auch jetzt in den Koalitionsverhandlungen gemacht haben, ohne da auf Details einzugehen. Solange wir auf einer symbolischen Ebene verharren, ist es oft einfach, über Gleichstellung zu sprechen. Es ist einfach, sich hinter Zielen zu versammeln und dann wollen eine gleichberechtigte Gesellschaft. Sobald es darum geht, Strukturen aufzubrechen, wird es sehr viel härter und gibt es sehr viel größeren Widerstand. Und ich glaube, daher kommt es, dass es oft so lange braucht. Ich glaube, als Feministin ist es unsere Aufgabe, auf der einen Seite deshalb nicht zynisch zu werden, nicht verdrusslich zu werden, sondern auch diese dicken Bretter zu bohren, auch wenn es lange zu bleibt. Und trotzdem eben ungeduldig zu bleiben, sich das nicht hinzunehmen und immer wieder sagen zu lassen, wartet noch, sondern zu sagen, wir fordern das jetzt ein. Das heißt, ich glaube, gerade diese Mischung aus Ungeduld und trotzdem sich auch auf die langwierigen Kämpfe einzulassen, ist wahrscheinlich das, was wir brauchen, wenn wir echte langfristige Veränderung wollen. Dankeschön. Frau Breymeier, wollten Sie dazu auch noch was sagen? Oder? Ich wollte es dann ergänzen mit dem knappen Satz, unterstreicht es, was Ricarda Lang gesagt hat, wollte noch sagen, man kann sich ruhig duzen hier, weil es die offene Frage am Anfang war, wird es auf den knappen Satz bringen, die Geduld der Frauen ist die Macht der Männer, hat jemand anderes gesagt, aber das trifft das eigentlich ganz gut, was Ricarda gesagt hat. Und wenn ich mal sehr gefrustet bin, da hatte ich mal so eine Phase, da habe ich mir dann immer Werbefilme der 50er und 60er Jahre angeschaut und gedacht, hey, wir haben schon auch was hinkriegt. Und unterm Strich würde ich sagen, man muss sich schon auch trauen, und das Aushalten zu nerven. Und man darf nicht immer gefallen wollen, so, weil sonst kommt man auch nicht weiter. Danke. Ja, Elisabeth Mottmann und Heidi Rechenick. Frau Mottmann, Sie sind stumm. Noch, genau, Sie sind noch gemutet. Also, mich kann man auch gerne Elisabeth nennen. Ich bin die Älteste in dieser Runde und wahrscheinlich stehe ich am längsten an dieser Front. Ich kann nur unterstreichen, was Ricarda Lang gesagt hat. Ich will dazu fügen, dass ich am Beginn meiner politischen Laufbahn gegen die Quote war und dass ich auch glaube, dass unser Problem nicht nur die Männer sind, sondern auch wir selber. Die jungen Frauen haben die Meinung, und das kann man ihnen nicht übel nehmen, ich bin gut ausgebildet, ich habe alles gemacht, was auch meine männlichen Kollegen gemacht haben. Mir liegt die Welt zu Füßen. Sie haben diese gläserne Decke noch nicht erlebt oder gespürt. Und deshalb denken sie, sie können es auch ohne Quote und ohne besondere Gleichstellungspolitik. Ich kann nur sagen, nein, es geht nicht. Ich war auch gegen die Quote als junge Frau, weil ich genau so gedacht habe. Und heute weiß ich, dass es ohne ganz bestimmt nicht geht und dass wir noch einen ziemlich langen und steinigen Weg vor uns haben, weil freiwillig gibt keiner Macht ab und freiwillig, natürlich ist es auch ein Kampf immer um gut dotierte Posten und da soll man nicht meinen, dass die Männer dieselben abgeben, so mehr freiwillig abgeben, sondern sie kämpfen darum und wir müssen auch drum kämpfen.
Ich würde da direkt anschließen, weil das passt wunderbar zu dem, was ich sagen wollte. Also zum einen geht es natürlich um Macht, aber vor allem geht es auch darum, dass gerade Männer sich sehr bedroht fühlen, wenn starke Frauen in die Sphären eindringen, die sie für sich abgesteckt haben. Und das darf man nicht unterschätzen. Es wird ja oft so getan, dass wenn Frauen endlich mal den Anteil bekommen, der ihnen zusteht, plötzlich für andere weniger da ist. Das stimmt ja nicht. Das ist ja auch nicht das Ziel von Feminismus, sondern ist ja der Ziel. Das Ziel ist ja, dass wir alle die gleichen Möglichkeiten und die gleichen Chancen haben, was am Ende besser für uns alle ist. Und den Punkt, den Elisabeth gerade angesprochen hat, finde ich sehr wichtig, denn es sind leider auch oft Frauen, die uns dabei im Weg stehen, die vor allem auch vom Patriarchat und von diesem Ansatz, den Männer oft fahren, eingefangen werden. Denen wird dann nämlich gesagt, nein, du hast das ja nicht nötig mit der Quote und du machst das auch alleine ganz toll. Die Frauen, die das fordern, die schaffen es alleine nicht. Ne? Also das ist so eine Sache, da müssen wir auch unglaublich aufpassen. Natürlich auch mit anderen da nicht so hart ins Gericht gehen, weil das sind sehr internalisierte Mechanismen, die da greifen, aber da muss man immer wieder gegen angehen und gerade die Diskussion um eine Quote, sei es jetzt hier in der Filmbranche oder sei es in jedem anderen Bereich, es werden einem immer die gleichen Gegenargumente entgegengeschmettert und man darf die Geduld nicht verlieren, man darf aber auch ruhig mal ein bisschen wütender und kämpferischer werden, auch wenn das Frauen ebenfalls oft als nicht schicklich zugeschrieben wird. Ich finde, da müssen wir auch mal durchkommen, dass Wut auch eine Emotion ist, die von Frauen ziemlich gut vertreten werden kann. Ja, also jetzt wurde mehrfach gesagt, dass es um Macht geht und darum, dass es eben darum geht, dass wir auch, was auch mehrfach viel ist, dass wir auch bei uns selbst anfangen müssen oder dass es zumindest nicht nur um die Männer, sage ich jetzt mal, geht. Meine Frage ist dann weiten wir das doch mal aus. Also Stichwort Mehrfachdiskriminierung und LGBTQIA+-Community, also People of Color. Inwieweit jetzt an den Positionen, an denen sie sind, kämpfen Sie da? Wo stehen Sie da in den Koalitionsverhandlungen zur Vielfalt? Und meine Frage ist wirklich, wie können wir da auch als Frauen, das wurde heute auch schon mehrfach angespiegelt, also ich sage jetzt als Frauen, weil ich auch eine Cis-Frau bin, wie können wir denn da auch abgeben von unseren eigenen Privilegien und das Ganze größer aufziehen, nicht nur von binären Ansätzen ausgehen, sondern auch einstehen für Menschen, die bis jetzt grundsätzlich immer ausgeschlossen wurden. Ja, wer möchte dazu sprechen? Ich kann versuchen, zwei Sätze dazu zu sagen, wobei jetzt weiß ich auch nicht so recht, dieser Kongress entweder 3 Wochen zu spät oder 3 Wochen zu früh stattfindet, weil wir jetzt uns eigentlich in unserer Arbeitsgruppe Gleichstellung und Vielfalt, bei der Ricarda Lang auch dabei war, jetzt fast 3 Wochen lang darüber genau unterhalten haben und wir beide noch unter einem Schweigegelübde liegen. Wir dürfen einfach nicht drüber reden, weil wir jetzt da unsere Vorstellungen abgegeben haben. Und in der nächsten Woche wird, ich glaube, Ricarda wird da sogar dabei sein, wird das Ganze versucht, in einen Guss zu bringen. Und ich glaube, also von meinem Gefühl her haben wir da schon einiges miteinander hingekriegt. Wobei man trotzdem auch sagen muss, ihr seid alle in der Lage, euch zum Beispiel die Wahlprogramme der 3 Parteien, die jetzt versuchen, eine Koalition zu bilden, anzuschauen und dann eben auch herauszufinden, wo sind hier im Zweifel auch die Schwierigkeiten. Und die Schwierigkeiten sind meines Erachtens nicht im Bereich Rassismus und nicht im Bereich der Queerpolitik, sondern ich glaube, die Schwierigkeiten sind vor allem dann bei der Frauenpolitik, wenn es sehr konkret wird. Das sieht man ja auch an der Zusammensetzung der Gäste heute, wer ist gekommen, wer ist nicht gekommen. Und es gibt einfach auch Menschen, die haben echt ein grundsätzliches Problem mit der Quote, weil es halt der Markt regeln soll, worauf wir schon sehr lange warten, dass es regelt. Aber ich glaube, wenn wir jetzt diese gleiche Veranstaltung in 4 Wochen nochmal machen, sehen wir einfach klar und mehr. Und ich glaube schon, das heißt aber nicht, dass die Welt erledigt ist, sondern wir müssen das Ganze noch mit Leben füllen und müssen umsetzen, was wir erreichen wollen. Und ich glaube schon, dass uns das Ganze ein Stück vorwärts bringt, aus dem gleichen Selbstverständnis raus. Dankeschön, Ricarda Lang. Ricarda, bitte.
Also erstmal kann ich mich tatsächlich diesem Eindruck von Leni sehr anschließen. Das war auch für mich sehr spannend zu sehen, dass ich das Gefühl hatte, dass bei vielen der Fragen von Antidiskriminierung und Vielfalt einfacher zueinander gekommen sind als bei denen der Gleichstellung, insbesondere wenn es bei der Gleichstellung eine ökonomische Dimension angenommen hat. Also wenn wir über die Lohngleichheit sprechen, wenn wir die tatsächliche Frage der Erwerbsbeteiligung und natürlich auch, wenn wir über Quoten sprechen an dieser Stelle. Ich glaube, so umso wichtiger ist es unsere Aufgabe auch, dass diese Themen nicht gegeneinander verhandelt werden, sondern klar ist, es muss an allen Stellen was rauskommen. Ich glaube, du, Benita, ich wechsle auch gern zum Du. Ich hatte es nur am Anfang vergessen bei mir, den Kuchen eigentlich größer zu machen. Und ich glaube, das ist tatsächlich der ganz wichtige Punkt. Es kam ja vorher auch einmal so ein bisschen dieses auf, was müssen wir auch aufgeben als Frauen? Und ich finde es manchmal schade, dass dieses Thema, also wenn wir zum Beispiel über queere Rechte sprechen, auch wenn wir über Mehrfachdiskriminierung sprechen, Menschen, die von Rassismus betroffen sind, dass das sehr stark in den frauenpolitischen Kontexten diskutiert wird, teilweise sehr solidarisch, teilweise auch weniger solidarisch, aber wieder so ein bisschen als ihre Aufgabe gesehen wird. Und ich finde, manchmal zieht sich dabei noch zu sehr so ein bisschen diese Vorstellung durch von wir kriegen jetzt die Hälfte vom Kuchen, wenn überhaupt, meistens noch mal deutlich weniger. Und da müssen wir noch so ein bisschen irgendwie um unsere Krümel und Stücke von diesem Kuchen kämpfen. Und ich glaube, dass gerade dieses, wenn da sozusagen eine Entsolidarisierung stattfindet zwischen Frauen und anderen Gruppen, das meistens denen hilft, die sich überhaupt nicht mit den Themen beschäftigen und die dann sagen, ja, lass die doch mal streiten, ne? Aber bei denen kommt das überhaupt nicht an. Ich glaube, deshalb ist es so wichtig, da auf der einen Seite solidarisch zu sein, aber auf der anderen Seite auch einzufordern, dass die Debatten, die wir jetzt hier führen, auch von Männern geführt werden, dass die in der gesamten Gesellschaft geführt werden, dass es nicht immer dieses Gefühl gibt von, darum sollten sich jetzt insbesondere Frauen kümmern. Ich glaube, der erste Schritt ist immer auch eine Ehrlichkeit in gewisser Weise. Ich habe über Koalitionsverhandlungen können wir hier wenig sprechen, aber worüber ich sprechen kann, ist, wenn wir unsere eigene Partei anschauen. Wir hatten in den letzten 2 Jahren einen Vielfaltsprozess, weil wir einfach vor 2 Jahren einen Moment hatten. Ich glaube, es war im Rahmen von einem Grundsatzprogrammkonvent, wo Ferda Attermann, eine sehr von mir sehr geschätzte Journalistin, da war und sollte eine Einschätzung zu unserem Programmentwurf geben. Und meinte dann damals, das liest sich total schön, wie von einer weißen Partei von Weißen, die Ausländer mag. Und das war damals so ein Moment, wo wir gesagt haben, okay, ja, es stimmt tatsächlich, wenn man sich unsere Vorstände anschaut, unsere Fraktionen anschaut, sind wir weit davon entfernt. Wir haben einen guten Frauenanteil, weil wir seit 1989 die Quote haben, weil wir seitdem ein Frauenstatut haben, was uns an diesen Punkt gebracht hat, wo wir jetzt sind. Wir sind aber trotzdem weit davon entfernt, die Vielfalt der Gesellschaft zu repräsentieren, in unseren eigenen Reihen. Das sehen wir aber nicht als oh Gott, darüber dürfen wir jetzt nicht reden, sondern das sehen wir als einen Auftrag. Und wir haben gelernt aus der Frauenpolitik, wie wir Strukturen verändern können. Und jetzt lasst uns das doch auf andere Bereiche anwenden und da sozusagen auch auf den Erfolgen der Frauenbewegung, auf den Erfolgen der Frauenpolitik aufbauen. Und ich glaube, tatsächlich ist das auch der Fall. Wir können da ganz viel lernen von dem, was für Frauen erkämpft wurde. Darf ich da an? Ja, bitte sehr. Und zwar, leider spielen die Medien teilweise eine ganz schlimme Rolle. Und ich will mal ein Beispiel von heute nennen. Betrifft uns, die wir ja uns noch nicht als CDU so leicht tun, mit einer vernünftigen Repräsentanz von Frauen. Gestern hat Norbert Röttgen eine Frau vorgestellt. Ich lese nur mal 2 Überschriften aus 2 Tageszeitungen vor. Norbert Röttgen hat doch noch eine Frau gefunden. Röttgen mit neuer Partnerin im Schlepptau. Da kriege ich die blanke Wut, ich sage das mal so, weil das sexistisch ist. Während der Wahl wurden Linda Teuteberg und Annalena Baerbock von einer Zeitung als Nebenfrauen bezeichnet, weil der aussichtsreichste Kandidat in Potsdam Olaf Scholz war. Dann wird heute in den Zeitungen, man kann es überall nachlesen, immerzu gesagt, diese Franziska Hoppermann hätte keine bundespolitische Erfahrung. Man redet darüber, was sie nicht hat, anstatt darüber zu reden, was sie kann. Und sie kann sehr, sehr viel, hat natürlich eine lange politische Laufbahn hinter sich und hat ganz nebenbei als Senatsdirektorin in Hamburg Aufsicht über alle Hamburger Gerichte mit 7.000 Mitarbeitern gemacht. Und das hat sie glänzend gemacht. Als CDU-Frau in einem doch sehr sozialdemokratischen Senat. Also das ist eben auch die Presse, die uns klein macht. Übrigens machen uns auch diese
Entschuldigung, scheiß Chauvi-Sprüche klein, die es überall gibt, an allen Tischen, an allen Verhandlungstischen, überall. Ich will damit schließen, einer der ersten, den ich so gehört habe, als ich ganz jung auch in der Partei angefangen habe, warum hat man Frauen seit Jahrtausenden unterdrückt? Fragezeichen, weil es sich bewährt hat, wurde dann gesagt. Und solche blöden Sprüche, die wir alle kennen, machen uns klein. Die Presse macht uns klein, redet darüber, was wir nicht können, anstatt darüber, was wir können und was wir einbringen können. Machen Sie mit Männern anders. Ja, also das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Danke, für, dass du das nochmal angesprochen hast, liebe Elisabeth. Wir haben sehr, sehr viele Fragen schon aus dem Publikum und ich möchte mein Wort halten, dass es nicht nur darum geht, was ich für Fragen habe, weil ich hätte eine interessante Frage noch zum Filmförderungsgesetz. Aber vielleicht kommt das ja jetzt auch aus dem Publikum. Ansonsten komme ich später nochmal. Ich würde jetzt gern öffnen, deswegen Tonja, liebe Tonja, kannst du vielleicht dafür sorgen, dass wir wieder alle sehen können? Und Margret würde dann jetzt, glaube ich, loslegen und die erste Frage schon mal stellen. Genau, die erste Frage hat die Esther Gronenborn. Esther, du magst die vielleicht selber stellen, oder? Ach so, ja, kann ich gerne. Ich glaube, ich habe 2 oder 3 Sachen gesagt. Ich wollte nur sagen, Frau Motschmann, die Beispiele, die Sie gerade gebracht haben, die Schlagzeilenbeispiele, zeigen ja nochmal sehr, wie wichtig es ist, dass gerade die Medien anders aufgestellt werden und anders strukturiert sind. Wir merken ja, also ich bin Filmemacherin, habe jetzt nicht direkt was mit dem Journalismus zu tun, aber wir merken, dass dort wirklich große, große Blockaden oder Hindernisse aufgestellt werden, dass die Besetzung vor und hinter der Kamera sowohl paritätisch als auch divers sind. Wir denken, oder meine Frage ist eigentlich, wie groß sehen Sie alle als Vertreterinnen Ihrer Parteien die Möglichkeit oder die Chance, Dinge überfraktionell vielleicht auch nochmal durchzusetzen, so zum Beispiel, dass öffentliche Gelder auch paritätisch und divers ausgegeben werden müssen. Da beziehe ich die öffentlich-rechtlichen Sender mit ein, die sozusagen ja eigentlich auch mit öffentlichen Geldern operieren, die in ihren Staatsverträgen ja auch die Forderung nach, also das übernommen haben, Gleichstellung ganz, ganz weit vorne ist dort. Und es wird aber nicht umgesetzt. Das Zweite, wo ich fragen wollte, ist, oder 3 Sachen sind das eigentlich. Das andere ist, wieso gibt es keine Transparenz? Ich musste ehrenamtlich den Regie-Diversitätsbericht auf den Weg bringen. Wieso machen das die Sender nicht selber? Machen sie immer noch nicht, obwohl wir das schon seit 2014 fordern. Genau, die Filmförderung machen es teilweise. Und wieso oder wie könnte man es erreichen, dass einfach, wenn es um öffentliche Gelder geht, auch in Museen, Universitäten, Diversitätschecklisten eingerichtet werden, sodass die Leute zumindest auch irgendwie Bericht erstatten über ihre Entscheidungen, beziehungsweise einfach auch nochmal gucken, wie divers ist ein Team besetzt, wie divers sind Drehbücher geschrieben, etc. pp. Also das geht ja, und das wäre ja ein ganz einfaches Mittel, um die Themen einfach, um das nicht so einfach so übergehen zu können. Ja, wie hoch sehen Sie die Chancen, das überfraktionell hinzukriegen? Leni Breimeyer, bitte sehr. Also überfraktionell weiß ich nicht. Man muss sich ja schon auch mal anschauen, wie die Zusammensetzung des Deutschen Bundestages ist. Wir haben dort eine konservative Mehrheit, nämlich die besteht aus CDU, CSU, AfD und FDP. Die haben die Mehrheit im Bundestag. Das heißt, alles, was man dann in der Richtung durchbringen will, das müssen wir versuchen durchzusetzen, und zwar jetzt. Und die Stichworte dazu sind mal jenseits ganz konkret vom Filmfördergesetz, sondern mal gültig für alles, dass wir versuchen und es uns gelingen muss, ich formuliere es jetzt mal so,
zu verabreden, dass man das, was vor 20 Jahren mit dem Amsterdamer Vertrag Gender Mainstreaming genannt wurde, dass man aber dann eben einen Gender-Check oder einen Gleichstellungscheck mit aufnimmt in das, was man vorhat als Koalition und da eben sagt, wir wollen wissen, wie wirkt sich das, was wir da gerade machen, auf Männer aus, wie wirkt sich es auf Frauen aus, wie wirkt sich es auf wie wirken sich Gesetze aus, wie sind dann die Betroffenheiten bei Jungen, bei Alten, bei Migrantinnen und Migranten, bei was weiß ich, also einfach, dass man checkt im Vorhinein, was hat das Gesetz für Auswirkungen. Und zur konkreten Frage ist dann eben die Unterabteilung des Gender Checks, ist das Gender Budgeting. Ich gebe Geld aus und dann oder will Geld ausgeben, dass ich mir dann eben auch überlege, wie viel kommt wem von diesem Geld zugute, das ich da gerade in die Hand nehme. Und jetzt hoffe ich einfach, dass wir in dieser Richtung etwas hinkriegen. Wenn wir das hinkriegen würden, wäre das riesig, also und auch nochmal riesig, angesichts der konkreten Mehrheitsverhältnisse im Deutschen Bundestag. Mhm. Heidi Reichenick und dann Ricarda Lang. Genau, ich denke, das trifft schon ganz gut den Kern. Also ich habe das große Glück, in einer Fraktion bzw. Partei zu sein, die hinter solchen Themen steht. Wir haben auch im Februar 2019 einen Antrag in den Bundestag eingebracht, dass die Filmförderung geschlechtergerecht gestaltet werden soll und haben dann auch im März 2021 nochmal einen Antrag eingebracht, dass das Filmfördergesetz reformiert werden muss. Man ist natürlich mit den politischen Realitäten konfrontiert. Und das ist nun mal so, dass da eine Regierungskoalition ihren Koalitionsvertrag macht und sich dann auch daran hält, damit alles planbar ist, auch wenn man selber in so einer Fraktion ist, gerne mal anders stimmen würde. Und ich glaube, da müssen wir uns, also da sind wir uns auch alle hier einig, die wir hier als Parteivertreterin sind, auch in unseren Parteien gibt es immer Einzelpersonen, die man noch überzeugen muss von solchen Projekten. Und bei denen es dann teilweise auch schwierig ist, das durchzusetzen. Und wenn man dann noch versucht, in dem Fall jetzt zu dritt, da auf einen Nenner zu kommen, ist es nicht einfach. Ich würde mir auch wünschen, dass wir auch im Bundestag mal öfter die Möglichkeit nutzen würden, gemeinsam abzustimmen, auch über Fraktionsgrenzen hinaus. Ich weiß, dass das teils auch kritisch gesehen wird. Ich kenne es jetzt aus meinen kommunalpolitischen Erfahrungen anders. Das war das, was vorhin vorgelesen wurde. Ich war jetzt hier im Rat der Stadt Osnabrück. Wir hatten keine festen Mehrheiten. Und es war teilweise auch eine ganz positive Sache, wenn man dann als Linke mal mit FDP und CDU abstimmt und merkt, dass die Welt gar nicht untergeht, wenn man eben inhaltlich an der Stelle mal auf dem gleichen Nenner sozusagen ist. Und das ist deswegen etwas, von dem ich fürchte, dass es schwierig wird. Also ich möchte da gar keine Illusion aufmachen. Ich kann für uns sagen, dass wir solchen Anträgen immer zustimmen werden, auch wenn sie uns nicht weit genug gehen, weil jeder Schritt in die richtige Richtung ist ein guter Schritt. Und ich weiß, dass es wirklich ganz tolle Frauen gibt, auch die jetzt hier teilweise mit dabei sind, die in den Verhandlungen gerade dafür kämpfen, für diese Themen. Aber natürlich kämpfen sie da auch oft gegen Windmühlen. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass man eben übergreifend, nicht noch die Frauen und auch die Männer natürlich, die sich dafür einsetzen, attackiert, sondern dass man versucht, gemeinsam voranzukommen. Wie hoch die Chance ist, das werden wir sehen, wenn der Koalitionsvertrag vorliegt. Da bin ich ja noch weniger im Bilde als die beiden, die hier zum Stillschweigen verurteilt sind. Aber ich glaube, zumindest werden die Chancen größer. Weil natürlich hat Leni recht, wenn sie sagt, es gibt auch sehr konservative Mehrheiten. Wie gesagt, da sind wir auch in unseren eigenen Parteien teils nicht von gefeit. Aber die Mehrheiten bröckeln. Und das ist das Wichtigste. Und dafür sind auch alle hier mitverantwortlich, dass sie durch ihren Kampf und dass sie nicht aufgeben und immer wieder mit Argumenten und mit allem antreten, da auch diese Mehrheiten langsam schleifen und dass wir es schaffen, da wirklich auch progressiv voranzugehen. So viel. Ja, vielleicht darf ich da anschließen. Also man muss schon auch sagen, dass der Kampf, der bisher geführt wurde, ja nicht völlig erfolglos war. Es ist schon etwas, hat sich ja etwas verändert, auch in meiner Partei. Wir haben jetzt gestern gerade im Saarland eine völlig paritätische Liste aufgestellt für die Landtagswahl. Und das geht jetzt so durch die Bundesländer. Ich will aber was anderes sagen. Leider haben wir auch als Politikerin natürlich nicht auf alle Bereiche und alle Systeme Einfluss. Wenn zum Beispiel im Film ist es ja so, kann man die Malisa-Studie von Maria Furtwängler sehr schön hinzuziehen. Ungefähr 20% sind vor der Kamera, hinter der Kamera. Das ist ja eine blamable Bilanz des Films, der ja eigentlich die Künstlerinnen und Künstler müssten ja vorneweg sein. Die müssten ja eigentlich wirklich progressiv sein. Die müssten doch nun dafür als allererstes sorgen. Aber die Drehbücher
werden hauptsächlich nicht von Männern geschrieben. Es gibt genügend auch von Frauen. Nur die Männer, die wenn sie angenommen oder dann umgesetzt werden, dann sind es oft die Drehbücher der Männer. Und da kommen eben Frauen, wenn sie jung sind, kommen sie gut vor. Und je älter sie werden, kommen sie immer weniger vor. Und wir erleben es ja auch in den Rundfunkanstalten. Wo sind denn die Intendantinnen? Da sind wir ja weit, weit weg von Parität, sondern nur vereinzelt. Und deshalb sage ich mal, es gibt auch Bereiche und Systeme, die wir nicht beeinflussen können als Politikerin. Wir können nur immer mit gutem Vorbild vorangehen und wir können alles erkämpfen, was möglich ist. Ich habe im Kulturbereich immer, aber das hat Monika Grütters auch getan oder vorneweg getan, Jurys und Gremien, Stiftungsräte, wo auch immer, müssen paritätisch besetzt werden. Auch da müssen wir langsam, kommen wir auch nur langsam voran. Aber wenn da immer nur die Männer entscheiden, wer was, welches Drehbuch genommen wird, welches Bild den Zuschlag kriegt, welche, was weiß ich, Kunstwerke, wo aufgestellt werden, auch im öffentlichen Raum, Klammer auf, Klammer zu, auch da leider, leider dominant Männer. Und das ist schade, denn an der Qualität der Vorschläge und Einreichungen der Frauen zweifle ich keine Sekunde. Sehr gut. Ricarda Lang, Sie haben das Wort. Ja, sehr gerne. Ich würde, wenn es mir erlaubt ist, noch einen ganz kurzen Punkt zu dieser Medienfrage, die vorher aufgeworfen oder gesagt wurde, weil ich fand, wir hatten da auch eine ganz spannende Situation bei den Grünen 2017, als ein neues Vorsitzendu gewählt werden sollte. Und es war klar, dass Robert Habeck kandidiert und es gab zwei Frauen, die kandidiert haben. Annalena Baerbock, die es dann geworden ist, und Anja Piel, die mittlerweile beim DGB im Vorstand ist. Und die ganze Presselage war immer nur, wer wird an Robert Habecks Seite stehen? Wer wird es neben Robert Habeck? Was ist die Frau neben Robert Habeck? Oder eigentlich, was immer so ein bisschen auch durchgeschieden ist, war meistens eher, wer ist die Frau hinter Robert Habeck an dieser Stelle? Und ich fand, einen der stärksten Momente, die wir bisher auf Parteitagen hatten, zumindest auf Parteitagen, die ich erlebt habe, war damals, dass sich Annalena Baerbock in ihrer Bewerbungsrede hingestellt hat und ganz klar gesagt hat, wir wählen hier heute nicht die Frau an Robert Habecks Seite, sondern wir wählen die Bundesvorsitzende von Bündnis 90, die Grünen. Und ich glaube, das ist einmal, welches Auftreten wir da selbst an den Tag legen, aber auch die Unterstützung über die Parteigrenzen hinweg, also mit Frauen zusammenzuarbeiten, zu sehen, wo sind Frauen sichtbar und wie sprechen wir auch über andere Parteien und gerade auch über die Frauen, die dort Politik machen. Und zu der konkreten Frage wurde jetzt schon sehr viel gesagt, wo ich mich sehr anschließen kann. Ich finde, einen ganz wichtigen Punkt noch ist die ganze Frage von Gender Data Gap. Also was ja gesagt wurde, erstmal überhaupt die Information und die Zahlen zu haben, wie ist die jetzige Situation, wie sind die Geschlechter aufgestellt, vertreten und betroffen, ist unglaublich wichtig. Wir haben vorher über Macht gesprochen und oft ist eben auch Wissen Macht oder zumindest der erste Schritt, also die Grundlage dafür, was zu verändern. Das heißt, ich glaube, Teil von einer Gleichstellungsstrategie von ein Geschlechtercheck muss es eben auch sein, diesen horrenden Gender-Data-Gap im Gesundheitsbereich, aber zum Beispiel auch im Kulturbereich zu schließen. Sehr schön. Wir haben noch eine Publikumsfrage von Helga Lukacak, der Präsidentin von EAF Berlin. Helga, magst du die Frage vielleicht selber stellen oder soll ich die vorlesen? Nein, das war ja keine Frage, sondern ein Kommentar zu unserem vorhergehenden Panel. Aber danke, Margret, für die Möglichkeit. Nein, mich interessiert natürlich auch nochmal sehr das Thema Paritätsgesetz im Bundestag. Es wird ja eine Wahlrechtskommission geben. Und das ist natürlich für mich ein fundamentales Thema, dass Frauen in ihrer Diversität in den Parlamenten angemessen repräsentiert sind, weil da werden die Weichen gestellt. Vielleicht, ja gut, das ist, ihr könnt es ja etwas übergreifend beantworten und nicht ganz konkret jetzt auf die Koalitionsverhandlungen. Leni Breimeyer, bitte sehr. Da bin ich jetzt tiefenentspannt, weil ich gar nicht wirklich weiß oder nur in Überschriften, was die Arbeitsgruppe verhandelt hat. Da kann ich keine Geheimnisse verraten. Aber zum Grundsätzlichen würde ich dann euch alle auch bitten, uns da in den nächsten
Monaten und Jahren bei dem Thema zu unterstützen. Wir brauchen da Flankierung. Und ich bin Mitglied dieser Wahlrechtskommission, die der letzte Bundestag eingesetzt hat. Und wir haben da, weil das aber so brutal spät war, nichts mehr auf die Reihe gekriegt. Also noch nicht mal einen Zwischenbericht haben wir geschafft. Und ich denke auch, das Wichtigste ist, dass man angemessen beteiligt ist, damit unsere Leben und unser Erleben einfach stattfindet, dass das einfach mit einfließt in die Gedanken, die du dir machst als Politikerin oder Politiker zu Gesetzen. Und wir haben ja eine Gemengelage, dass wir in Thüringen und in Brandenburg ganz konkret ordentliche Wahlgesetze für die Landtagswahl hatten. Beide sind vor den Landesverfassungsgerichten gescheitert und liegen beim Bundesverfassungsgericht, das auch schon drauf geschaut hat. Und seither rennt die ganze Republik rum, also insbesondere die konservativen Politikerinnen und Politiker. Ich höre die Stimmen aber auch bei uns, die sagen immer, ja, wir brauchen ein Paritätsgesetz, aber verfassungsgemäß. Es muss vor der Verfassung halten. Und es schwingt immer schon mit, dass Listen, geschlechterquotierte Listen nicht verfassungsgemäß sind. Und das ist einfach dummes Zeug. Das stimmt einfach nicht. Das Bundesverfassungsgericht hat klar gesagt, dass sie wissen, dass Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz gilt und alles andere auch. Und dass wenn der Verfassungsgeber, also und derjenige, der eben das Verfassungsgericht irgendwann eingesetzt hat, der erwartet nicht, dass das Bundesverfassungsgericht Gesetze macht. Aber dass, wenn ein entsprechendes Gesetz vorgelegt wird, dass sie das dann gründlich anschauen werden. Das heißt, wir brauchen eine flankierende Aufsatzlage von, da spreche ich, ich weiß nicht, ob jemand vom Juristinnenbund da ist, wir brauchen mehr Aufsätze auch in juristischen Fachzeitschriften, auf die man sich im Zweifel auch berufen kann. Also wir Parteien, die wir mit der Quote, wir sind ja jetzt heute auch wieder hier vertreten, ist ja auch immer das Gleiche. Die Linke, die Grünen, die SPD, wir haben praktische Erfahrungen mit der Quote, entsprechend ist unser Frauenanteil deutlich höher als die der anderen, und die anderen wollen keine Quote und schon gleich gar keine Parität. Und alles, was Wahlrecht ist, die ganze Nation diskutiert dann nur über die Größe des Bundestags. Wir diskutieren über das Wahlalter, über die Dauer der Legislaturperiode, über eine höhere Bürgerbeteiligung. Und dann wissen immer alle, aber das mit den Frauen, das ist nicht verfassungsgemäß. Also das ist, glaube ich, alle, wie wir jetzt heute hier sitzen, also auch Ricarda und alle, die da sind, sind dafür, dass man da konkret was macht. Aber und ich bin auch sicher, dass man sich da auch nicht rauswitschen kann. Aber die entscheidende Frage am Ende ist, wir haben Parteien, da kommst du eigentlich nur über die Listen in den Bundestag. Also das ist, was weiß ich, die Grünen und die SPD in Baden-Württemberg. Oder auch die FDP kommt nur über Landeslisten rein. Und wenn dann diese Landeslisten nicht reißverschlussgeschlechterquotiert sind, dann ist das alles Quatsch. Also man kann sich da auch noch 1000 andere Sachen vorstellen, eine Halbierung der Wahlkreise und müssen immer einen Mann und eine Frau kandidieren und so. Es gibt viele kreative Ideen dazu. Aber man muss wollen und man muss dieses Feuerchen mit der Verfassung einfach austreten. Da dürfen wir uns nicht bange machen lassen davon. Und da bitte ich alle, die jetzt heute hier dabei sind, einfach auch auf der Strecke, die wir vor uns haben, um Unterstützung und um Flankierung der Debatten. Und auch nochmal argumentativ für die Bevölkerung, für die Gesellschaft, ansonsten aber auch fachlich in den einschlägigen Publikationen. Sehr gut. Bevor ich Heide Reicheneck das Wort gebe, Gabriele, hast du eine Frage? Weil deine Hand ist gehoben. Ja, nein, ganz kurz. Ich will nicht mehr viel sagen, weil wir ja auch nicht mehr viel Zeit haben. Ja. Aber wenn man mal in Mediziner lesen ja manchmal auch Bücher oder gehen in die Geschichte. Und ich möchte euch ein Zitat geben aus Livius' Römische Geschichte von Cato dem Älteren. Das war 234 vor Christus. Und der hat gesagt, sobald die Weiber uns gleichgestellt sind, sind sie uns überlegen. Und das spielt auf die Angst der Männer an, eben vor Machtverlust, vor Autoritätsverlust. Und deswegen freue ich mich besonders, wenn man gelegentlich hört, dass eine Frau sagt, ich war immer gegen die Quote, aber ich bin jetzt dafür, ich weiß, es geht nicht anders. Danke.
Sehr gut. Heidi Reichenick, du hast das Wort. Und dann hat die Henrike von Platen ganz dringende Fragen. Und ich würde die als letztes dann die Frage zulassen, weil wir wollen ja pünktlich um 17 Uhr aufhören. Ich versuche es ganz kurz zu machen, bloß bei diesem Thema Paritätsgesetz, da geht bei mir immer die Wut vom Bauch auf, weil ich finde das absolut skandalös, wie das gerade in Brandenburg zum Beispiel gelaufen ist. Also es wurde ja schon gesagt, es gibt 3 Parteien mit quotierten Listen, das finde ich auch absolut richtig so. Und in Brandenburg war es ja so, dass das ganze Nazi-Pack, also NPD, AfD, geklagt hat, mysteriöserweise auch die Piraten, das hat mich sehr entsetzt. Und dem wurde ja stattgegeben, unter anderem mit der Begründung der RichterInnen, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass so ein Gesetz Parteien mit einem geringen Frauenanteil benachteiligen würde. Bei der NPD gäbe es nur 12,3% weibliche Mitglieder, was übrigens auch nochmal für die Intelligenz von Frauen spricht, aber das ist nochmal eine andere Sache. Und dann müsste die NPD eventuell Kandidatinnen vorschlagen, die sie gar nicht so toll findet, oder könnte die ganzen tollen Männer, die sie haben, nicht auf die Liste setzen, weil dann die blöden Frauen da sind. So, und das ist ja genau dieser Grundkern, der da immer wieder mitschwingt. Und das sind Sachen, die wir, glaube ich, alle schon mal erlebt haben. Auch ich in politischen Diskussionen, wo dann von der CDU gesagt wurde, wir brauchen keine Quote, unsere Frauen sind hier alle wegen ihres Talents. Woraufhin ich dann geantwortet habe, dass es mir leid tut, dass ich nur meine Brust im Angebot habe, mehr kann ich leider nicht, weil mir das halt einfach zu blöd ist, wenn ich mit sowas konfrontiert werde. Und genau da müssen wir eigentlich ran. Und das wünsche ich mir natürlich auch von einer fortschrittlichen Koalition, so wie sie sich ja jetzt darstellt, auch die FDP, die ja eigentlich für sowas einstehen sollte. Ich weiß, es wird schwer, aber ich wünsche mir natürlich, dass da entsprechender Druck aufgebaut wird. Ich bin gespannt, ob es geklappt hat. Aber genau so ein Gesetz brauchen wir, weil das trifft wieder das, was vorhin auch im Bereich Film, Fernsehen, Medien benannt wurde. Wir brauchen starke Frauen, wir brauchen Repräsentation. Bei mir ging es in meinem Werdegang immer so, ich glaube, da könnt ihr euch anschließen, dass ich vor allem von Frauen gelernt habe, weil ich mir da einfach ein Vorbild nehmen konnte. So, und ich spreche jetzt von mir als Frau, das Gleiche gilt natürlich auch für nicht-binäre Personen, weil das vorhin auch angesprochen wurde. Das brauchen wir. Und deswegen ist das eine ganz klare Sache, dass auch in der Politik so eine Quote notwendig ist, damit die ganzen kompetenten Frauen endlich dahin kommen, wo sie hingehören. Denn bei den Männern beispielsweise bin ich mir relativ sicher, dass es da nicht nach Kompetenz geht, weil also so ein Gesundheitsminister Spahn erklärt sowas nämlich nicht. Also von daher, das ist ein Punkt, wo ich mir auch wünsche, dass wir endlich vorankommen. Wir brauchen eine große Wahlrechtsreform. Mindestens die Listen müssen quotiert sein. Ob man sich das mit den Wahlkreisen anschaut, das hat Leni angesprochen, da gibt es auch Konzepte. Es könnte ein zweiter Schritt sein, aber wenn man die Listen wenigstens schon mal quotieren würde, könnte man da echt einen großen Schritt weiterkommen. Und das finde ich auch so wichtig, meine letzten 3 Sätze, weil das von Benita angesprochen wurde, zum Verbinden verschiedener Kämpfe. Ne? Das ist eben das Wichtige, dass wir immer wieder schauen, dass wenn eine Gruppe von uns was erreicht, dass es für die anderen natürlich eine Motivation und ebenfalls eine Unterstützung ist. Und das ist manchmal leider ein Problem, dass man denkt, wenn man jetzt noch weitere Personen mit ihren Ansichten und Interessen mitvertritt und auch unterstützen will, dass man dann selber weniger Kraft für den eigenen Kampf hat. Und das ist eine Fehlinterpretation. Ne? Also wir können aus den Kämpfen von anderen viel mehr Kraft ziehen, vor allem wenn wir sie dann auch noch verbinden. Und das ist auch immer mein großer Wunsch, wenn ich jetzt bei Diskussionen bin oder bei Aktionen. Und ich glaube, das ist eine Sache, die wir uns auch immer wieder vor Augen führen müssen. Und deswegen, egal ob Quote bei den Filmen oder bei der Politik, ist es überall eine dringende Notwendigkeit. Sehr schön. Henrike von Platen, CEO und Founder von FairPay Innovation Lab. Du hast das Wort. Dankeschön. Ich freue mich, ja, lieben Dank. Ich habe eine Frage für jede der 4. Ich fasse es auch kurz und ich bin mir sehr bewusst, dass diese Schweigeverpflichtung gerade vielleicht gegen das ein oder andere Antworten spricht, aber vielleicht gibt es dennoch eine allgemeine Einschätzung zu dem einen oder anderen. Leni Breimeyer als Erste. Im Wahlprogramm steht ja viel zum Thema Unternehmen und Verwaltungen mehr zu verpflichten, Löhne und Gehälter im Sinne von Geschlechtergerechtigkeit zu überprüfen. Und da hätte ich natürlich schon ganz neugierig und sicherlich auch viele anderen gewusst, wie es da bei den aktuellen Verhandlungen steht. Aber vielleicht gibt es ja auch sowas, eine allgemeine Meinung dazu. Und das, was auch drin steht in dem im Programm, sind, dass die Veränderungen auf europäischer Ebene unterstützt werden. Und da wüsste ich gerne, wie Sie sich positionieren aktuell generell zu diesem Vorschlag der Kommission, also der Richtlinie zur Entgelttransparenz, unabhängig von dem Verhandlungsstand sozusagen, einfach mal auch allgemein. Und an Ricarda Lang, da wüsste ich doch gerne, wie ist denn das mit dem Ehegattensplitting? Vielleicht gibt es dazu etwas, weil das ist auch sehr groß immer überall. Und die Frage, ob wir da wirklich nochmal Veränderungen sehen oder Sie und ich und wir in unserer Lebenszeit, würde mich einfach Ihre persönliche Meinung interessieren.
Und an Frau Elisabeth Motschmann, Sie sind schon so lange dabei. Wie bewerten Sie eigentlich aus dieser langen Sicht wirklich die Gleichstellung, dieses Thema der letzten Legislaturen? Und was hätten Sie sich ganz persönlich mehr oder anders gewünscht in den letzten Jahren? Das fände ich einen spannenden, vielleicht ganz kurzen Satz dazu. Und an Heide Reicheneck, Sie wollen das Verbandsklagerecht einführen. Das ist eine tolle Sache und das soll ja vieles stärken. Aber wie sehen Sie die Entwicklung, dass das mal kommt? Und wenn ja, wann? Und da mache ich dann auch einen Punkt. Ganz lieben Dank für ein paar kurze Antworten und ganz lieben Dank, Margret, dass wir die Fragen noch reingekriegt haben. So. So, wer fängt? Soll ich mal anfangen? Gerne. Was hätte ich mir gewünscht? Ich hätte mir gewünscht, dass man nicht nur auf die Listen blickt. Das tun natürlich die kleinen Parteien. Unser Problem in Anführungsstrichen, die CDU gewinnt ja die meisten Wahlkreise direkt und deshalb nützen uns die Listen nur bedingt. Also ich finde sie richtig, die paritätischen Listen, aber wir brauchen auch eine Lösung für die Wahlkreise. Sonst haben wir, und natürlich so eine Partei, die immer noch mit deutlich mehr männlichen Mitgliedern dasteht. Und da muss ich dann an die Frauen appellieren, kommt in die Parteien und werdet Mitglied. Wir haben, glaube ich, 26% insgesamt Mitglieder, obwohl nicht immer Frauen, auch das hatten wir gesagt, die Frauen wählen, auch das ist wahr. Insofern hätte ich mir da gewünscht und ich hätte mir auch gewünscht, dass die Mitglieder stärker einbezogen werden, was wir ja jetzt auch zum Glück tun in der CDU. Also wir haben da noch eine Menge zu tun, aber nur mit Listen kriegen wir nicht unbedingt mehr Frauen in die Parlamente, sondern wir brauchen wirklich auch eine Lösung für die Wahlkreise und wir brauchen eine Lösung dafür, dass auch bei den Kommunalwahlen oft Frauen sich nicht zur Verfügung stellen. Das ist eben so. Und mit Hinweis darauf, dass sie es nicht vereinbaren können oder auch wollen. Auch das müssen wir sehen mit ihren Aufgaben mit den Kindern und in den Familien. Und das muss man ja auch ernst nehmen und kann nicht sagen, lasst eure Familie sein, das geht auch nicht. Also die Sache ist kompliziert. Sie sieht für große Parteien anders aus als für kleine Parteien. Deshalb war das auch mit dem Wahlrecht und mit der Verkleinerung des Bundestages. Die kleinen Parteien haben natürlich kein Problem, Wahlkreise zu reduzieren. Aber eher ein Problem bei den Listen. Bei uns ist es halt umgekehrt. Also da ist auch schon auch ein Ringen um einen Weg, der beide gleichmäßig bevorzugt oder benachteiligt, wie man will. Das müsste unbedingt sein. Und ich wünsche mir natürlich auch eine Presse, die Frauen stärker in den Vordergrund stellt. Das tut sie nicht, definitiv nicht. Guckt euch die Bilder an. Man muss ja, kann ja aufschlagen, welche politische Zeitung auch immer. Da sind immer die Männer im Vordergrund. Und ich wünsche mir aber auch Frauen, die diese Pressekontakte nochmal wieder ganz anders aktiv und wahrnehmen. Viele Frauen sind auch ein bisschen pressescheu, weil sie Sorge haben, sie könnten da etwas Falsches sagen und dann Probleme kriegen. Und wenn Frauen was Falsches sagen oder tun, dann ist es schlimmer, als wenn es Männern passiert. Auch das ist leider wahr. Und das wünsche ich mir auch anders. So, vielleicht soweit. Ricarda?
Ja, ich muss leider auch ganz pünktlich um 17 Uhr raus, weil ich einen Anschlusstermin habe. Deshalb schon mal sorry, wenn ich mich dann direkt danach verabschiede. Aber würde jetzt einmal zu der Frage Ehegattensplitting aus meiner Sicht einen der relevantesten Punkte, wenn es um die Gleichberechtigung geht, weil eben das jetzige Steuersystem Frauen strukturell benachteiligt, übrigens auch eine soziale Komponente hat. Also nicht nur werden ja die Familien bevorzugt, wo es einen sehr großen Unterschied gibt, sondern wo eine Person sehr viel verdient. Das heißt, sowohl aus sozialpolitischer als auch aus sozialpolitischer Sicht wollen wir mindestens für Neuehen das Ehegattensplitting überwinden. Ich glaube, zu Beginn gab es vielleicht teilweise ein bisschen die Vorstellung bei diesen Koalitionsverhandlungen, ach, man hat ja die gemeinsame Forderung, die Steuerklasse 5 abzuschaffen, was wichtig und richtig ist, und dann kann man sich ja darauf einigen. Das reicht aus meiner Sicht nicht. Also wir wollen, dass man auch an das Ehegattensplitting rangeht. Ich hatte es ja vorher schon mal angedeutet, dass diese ökonomischen Punkte wirklich die schwierigsten waren in unserer Gruppe, und dementsprechend gibt es an dieser Stelle auch noch keine Einigung, sondern das wird eine Aufgabe für die Hauptverhandlungsgruppe und für die nächste Woche sein, sich da nochmal an das Ehegattensplitting und an die ökonomische Gleichstellung von Frauen ranzumachen. Wir stehen da ganz klar, wir wollen das Ehegattensplitting für neue Ehen abschaffen, eine Individualbesteuerung machen und gleichzeitig eine Kindergrundsicherung einführen, die wirklich Familien, und zwar egal, ob mit Trausschein oder ohne, und egal in welcher Form, alle Familien unterstützt und auch vor Armut schützt. Und ein letzter Satz noch, weil es jetzt auch gleichzeitig die Abschlussrunde ist. Heidi hat es gerade angesprochen, immer dieses Argument. Und ich glaube, es ist neben dem, was Elisabeth gesagt hatte, von man ist selbst noch nicht an die gläserne Decke gestoßen, ist da, glaube ich, auch oft noch nachvollziehbar internalisiert, diese Angst, eine Quotenfrau zu sein. Man will nicht Teil von denen sein, die darauf angewiesen ist, weil es eben immer diese Erzählung gibt von einer Quotenfrau und wenn dann doch die schlechtere Frau und etc. Ich glaube, einmal können die meisten Parteien, die Quoten haben, sagen, man braucht da überhaupt keine Angst zu haben, es kommen gute Frauen nach oben. Aber vor allem finde ich es immer wichtig in der Argumentation, dass wir nochmal klar machen, wir haben bereits eine Quote. Und zwar haben wir eine unsichtbare gesellschaftliche Männerquote. Ja, wenn in den DAX-Vorständen mehr Thomases sitzen, wenn in den Parlamenten bisher fast nur 30, jetzt ein bisschen mehr Frauen sitzen. Das heißt, wer an Chancengleichheit interessiert ist, der muss sich eigentlich für die Quote einsetzen, weil dann überhaupt erstmal alle die gleichen Startbedingungen haben. In dem Sinne freue ich mich auch mal, hoffe ich auch auf mehr Frauen, aber vor allem auch auf mehr Männer, die sagen, ja, ich bin dafür, dass mehr nach Kompetenz entschieden wird. Und das ist eigentlich das beste Argument für eine Quote. Vielen, vielen Dank. Gewerkschaften könnten da aber auch noch mal mitmachen, nicht? Das ist auch nicht so dolle, was die uns da an Führungs- und Spitzenpersonal vorstellen. Also da sind alle beteiligt, alle gesellschaftlichen Bereiche leid. Leni Breimeyer. Ja, ich komme ja ursprünglich aus einer Gewerkschaft, die die reine Lehre in der Satzung hat. Also Verdi gibt es ja noch nicht so lange, und die haben da eine wunderbare Quotenregelung drin. Immer anteilig zur Mitgliedschaft werden die Jobs besetzt. Das führt da auch zu viel Ärger oft, aber es funktioniert. Ich wurde gefragt zum Thema Entgeltgleichheit und wie umsetzen. Und ich muss sagen, ich befürchte, dass wir in der kommenden Legislaturperiode am meisten tun werden, um den Gender Pay Gap von 18% zu schließen mit der deutlichen Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns. Auch bei der Einführung des Mindestlohns haben sich gleich ein paar Prozent bewegt. Und ich glaube, das wird wieder so sein. Ich unterstütze sehr die Einführung oder die Verabschiedung der Lohntransparenzrichtlinie in Europa und dass wir die dann als Deutsche auch zackig ratifizieren. Da sind wir ja mitten im Prozess. Ich hoffe, dass das gelingen wird. Und alle weiteren Maßnahmen, die da dann erforderlich sind, dann geht es einfach darum, unser Entgelttransparenzgesetz auch mit Leben zu füllen. Ich möchte jetzt der Kollegin da nicht vorgreifen, aber ich denke einfach, dass dieses Entgelttransparenzgesetz ein recht zahnloser Tiger ist und eigentlich braucht der Zahnersatz in Form eines Verbandsklagerechts. Anders wird das nicht funktionieren. So. Und da bin ich mir, das weiß ich nicht, ob wir das jetzt hinkriegen werden. Und ansonsten, weil wir jetzt so auch ein bisschen
so am Ende der Veranstaltung sind, will ich mich am Schluss sehr bedanken, dass überhaupt dieser Quotenkongress so durchgeführt wurde, dass ihr euch da den ganzen Tag jetzt mit beschäftigt habt. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Das empfinde ich als total unterstützend. Und damit wir irgendwie positiv rausgehen, jetzt von meiner Sicht finde ich es wirklich sensationell, dass wir eine Parlamentspräsidentin haben und die hat 4 Stellvertreterinnen. Und man merkt wirklich im Bundestag, dass sich da so atmosphärisch tatsächlich auch was verändert hat. Schon die paar Stunden, die wir jetzt da Sitzungen hatten, das merkst du. Da ist da hat sich was verändert. Und ich meine, das sind alles Schritte in die richtige Richtung. Und man muss auch sehen, was ist da in Polen los? Was ist in Europa los? Was ist bei uns los mit diesen Rechtsradikalen und Rechtspopulisten? Und die wollen alles rückwärts drehen, was wir erreicht haben. Und trotzdem schaffen wir es, in die richtige Richtung miteinander zu marschieren. Und das freut mich total. Insofern erstmal auch vielen Dank für die Veranstaltung und bis mal irgendwo dann. Ich bleibe noch vollends drin. Vielen Dank. Jetzt kommt dann die Heidi ran und dann möchte Benita was sagen und dann kommen wir zum Schluss. Bitte Heidi. Ich versuche es auch wieder kurz, wird mir wahrscheinlich nicht gelingen. Also natürlich setzen wir uns für das Verbandsklagerecht ein. Auch da fürchte ich, aber die Frage war ja, wie realistisch ich das halte, dass das nicht zustande kommt. Die FDP ist klar dagegen und wenn ich mir bisher das Sondierungspapier angucke, hat sich die FDP in vielen zentralen Punkten durchsetzen können. Das ist unglaublich frustrierend, zeigt aber eben auch, wie wichtig es ist, dafür zu sorgen, dass es nun mal linke Mehrheiten im Bundestag gibt und eben nicht die Konservativen. Also das so als kleiner Appell. Ich werde natürlich genau mir anschauen, was da funktioniert hat und nicht, aber man muss der SPD und den Grünen eben auch zugute halten. Sie hatten keine andere Wahl, als diese Koalition jetzt zu machen. So, also das wäre natürlich schön, man hätte eine andere Chance gehabt. Aber so eine Klage, also die Verbandsklage ist einfach dringend notwendig. Also gerade wenn wir schauen, seit das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz in Kraft getreten ist, gab es halt überraschend wenig Klagen, weil das für eine Einzelperson ist. Ist auch nicht verwunderlich. Das sind finanzielle Hürden, das sind Schwierigkeiten auch damit verbunden, das überhaupt anzustoßen, dass man so eine Diskriminierung beweisen kann. Und ich glaube, viele von uns haben es auch erlebt, wie lang der Weg ist und wie viel Gegenwind einem da auch entgegenschlägt. Und genau deswegen ist so ein Verbandsklagerecht unglaublich wichtig und wäre ein großer Schritt in Richtung Gleichbehandlung, weil man sich dann auch endlich mal zur Wehr setzen könnte. So, und deswegen denke ich, muss es auch ein zentraler Punkt sein, weil nur so können wir auch gemeinsam irgendwo weitermachen. Und das wäre dann mein Appell so als Schlusswort, was ich gerade schon gesagt habe. Wir müssen diese ganzen Fragen verbinden und da rufe ich immer jede auf und jeden natürlich, der oder die mir begegnet, unterstützt auch andere bei ihren Kämpfen. Das muss nicht sein, indem man da mitmarschiert, aber einfach mal ein Dankeschön, so wie es gerade eben für den Kongress von Leni schon ganz deutlich gesagt wurde, dass sowas stattfindet, mal ein Schulterklopfer oder ein virtueller Daumen hoch, das macht unglaublich viel aus. Und ich glaube, das ist so eine Sache, mit der gehe ich immer aus solchen Veranstaltungen raus, dass ich denke, okay, es lohnt sich, egal wie viel Kritik mir auch entgegenschlägt, wie viel ich aushalten muss, so wie ihr alle, es lohnt sich weiterzumachen. Es gibt so viele tolle Menschen, die da miteinander auch im Kontakt sind und da müssen wir auf jeden Fall weiter ran. Und ich denke, wir müssen so eine Veranstaltung wie diese hier einfach nochmal in ein paar Wochen durchführen, wenn Leni und Ricarda auch frei reden können und nicht wie jetzt die ganze Zeit sagen müssen, ja, blöd gelaufen, geht gerade nicht. Und dann können wir wirklich nochmal an den konkreten Punkten auch weiter entlang diskutieren. Und darauf freue ich mich auf jeden Fall und werde auch gerne wieder mit dabei und bin jetzt auch noch gespannt auf den Abschluss sozusagen. Und danke auch nochmal für die Einladung. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Benita, du hast das Wort. Ja, ich möchte zum Abschluss auch nur nochmal anregen, vor allem an die PolitikerInnen, die jetzt gerade noch da sind. Ricarda habe ich das geschrieben, die hat das also auch noch mitgenommen, dass wir wirklich uns nochmal die Ergebnisse auch von einer Studie wie die Vielfalt im Filmstudie anschauen. Dass die auch berücksichtigt werden. 2023 wird das nächste Filmförderungsgesetz verabschiedet. Und da muss auf jeden Fall, da kann es nicht nur um Quote geben. Und ich muss einfach sagen, viele Menschen, ich spreche ganz besonders von mir, weil ich da natürlich am besten Bescheid weiß, also schwarze Frauen waren in vielen Studien in den letzten Jahren einfach nicht mit berücksichtigt. Ne? Und es wird immer so geredet, als ob wir von uns allen sprechen. Ne? Also als deutsche Frau zum Beispiel, dass ich da mitgemeint bin. Aber schwarze Frauen im Film sind nicht in diesen Studien da. Also ich habe mich mit der Professorin unterhalten und es gibt jetzt langsam diese Studien, die kommen jetzt und die müssen berücksichtigt werden, weil sonst ist es trotzdem wieder eine einheitliche Sache. Und es geht nicht nur um schwarze Frauen, natürlich geht es auch um ein größeres Bild. Ich möchte in dem Zusammenhang auch nochmal
Special Guest Jules danken an dieser Stelle, denn wir, wie genauso wie Margret und Tuna, sind von Anfang an heute und manche von Ihnen und von euch ja auch von Anfang an heute früh, also ich sage jetzt heute früh, weil ich sitze in Toronto, ich bin also heute um 4.30 Uhr aufgewacht, um hier dabei zu sein. Also ich will nur sagen, nehmt es bitte mit, uns liegt es ganz, ganz sehr am Herzen, dass sich da was tut, weil ich, solange ich denken kann, hat sich da für mich persönlich nichts getan. Ja? Und deswegen wünsche ich mir, dass ich sehe jetzt so Anfänge, dass wir alle mitgedacht haben, dass wir alle mitgemeint werden. Und da möchte ich gerne hin. Das würde ich gerne nur noch mitgeben in die Runde. Ansonsten möchte ich, weil das ist, glaube ich, jetzt auch mein Schlusswort, bevor ich das an Margret abgebe, die war das grundsätzliche Schlusswort, mich an allen Sprecherinnen ein riesig Dankeschön. Vielen Dank an die Fragen, an die Inspirationen, an jeden, der heute da war. Und danke, dass ich auch Teil davon sein konnte. Und ich freue mich auf ein gemeinsames Vorwärtsgehen. Vielen Dank. Sehr schön. Und wir kommen dann jetzt zum Ende. Lang genug war das Programm. Und wir hoffen, dass gute Gedanken und Ideen für Taten gesät worden sind, damit wir schneller vorwärts kommen und dass der Marathonlauf für Gerechtigkeit gekürzt wird. Und ich möchte mich auch bei allen Sprecherinnen und euch allen ganz herzlich bedanken, dass ihr dabei wart. Und vor allem möchte ich mich bei der Tonia auch bedanken, unsere Alleskönnerin Tonia, die hier die Technik gemacht hat. Gerne. Wir wünschen einen wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.